Damit heiße ich euch herzlich willkommen zu Alien Isolation. Wir starten ein neues Spiel. Alien Isolation, Spiel starten. Das machen wir auf Mittel. Und gerade sichtbar ist, ja, na, ist das hier, okay. Letzte Meldung vom interplanetaren Raumfrachter Nostromo. Hier spricht der dritte Offizier. Die anderen Besatzungsmitglieder. Kane. Lambert. Parker. Brett. Ash. Und Captain Dallas sind tot. Ladung und Schiff sind zerstört. Wenn alles klappt, müsste ich in 6 Wochen die Randzone erreichen. Und sollte ich Glück haben, findet mich eine Raumpatrouille. Hier spricht Ripley. Die einzige Überlebende der Nostromo. Ende der Durchsage. Ich bin Samuels. Ich arbeite für die Firma. Es geht um Ihre Mutter. Wir haben sie wahrscheinlich gefunden, Amanda. Ein Handelsschiff. Die Anisidora hat einen Flugschreiber geborgen, von dem wir annehmen, dass er zu Nostromo gehört. Wo? Zeta Reticuli. Wissen Sie jetzt mehr? Noch nicht. Das Gerät wurde zur Sevastopol-Station gebracht. Es handelt sich um Firmeneigentum und die Firma will, dass es so bald wie möglich abgeholt wird. Die Station ist ein Versorgungslager in der Region. Sie ist eine dauerhafte Zollfreizone. Ich weiß, was es ist. Der Transit steht. Ein Kurierschiff namens Torrance macht sich in 2 Tagen in die Richtung auf. Wir brechen auf zur Stadt. Wir? Ich, ein Kollege von mir und Sie, falls Sie wollen. Die Sache ist, als der Auftrag bei mir gelandet ist, habe ich die Akten gelesen. Ich weiß, warum Sie in dem Gebiet arbeiten, in dem sie verschwunden ist. Sie suchen noch immer nach ihr, nicht wahr? Ich habe die Erlaubnis erhalten, Ihnen einen Platz auf der Torrens anzubieten, falls Sie wollen. Vielleicht finden Sie dann endlich Frieden. Also sind wir mitgefahren. Und eins muss ich schon sagen, das Spiel hier ist von 2014 und ich finde, es sieht noch verdammt
gut aus. Das ist eins von den Spielen, das, glaube ich, ewig gut altert. Ich meine, irgendwann merkt man es dem Alter an, das Alter dem Spiel an, aber im Großen und Ganzen, mein lieber Herr Gesangsverein, hat die schöne Beine. Nein, was ich sagen wollte ist, das sieht schon richtig gut aus. Frank Herrmann, War in Totality. Hat eine sehr zeitlose Optik. Was vermutlich nicht zuletzt daran liegt, dass diese ganze Ästhetik, diese retro-futuristische Ästhetik der, ja, keine Ahnung, der 80er, 90er Jahre ist. Oder das ist Futuristik extrapoliert aus den, eigentlich ist es extrapoliert aus den 70er Jahren, würde ich sagen. Das denkt sich auch der Sumo-Ringer hier. Suche, was ist hier drin? Subkutane Sensor und Schrott. Klar, her damit. Ist überall was drin? Oder was ist das Einzige? User signed in. User ist ja auch schon geplündert. Alles geplündert. Außer das hier. Ladungsblatt. Dings können wir alles mitnehmen. Ja, dann schleusen wir uns mal ein hier. Erkunden Sie die Torrents, das ist unser Ziel. Ja. Ich will ganz kurz mal gerne in die Option gehen. Ich mag es ganz gerne, wenn die Controller-Empfindlichkeit ein bisschen höher ist. Vibration will ich gerne ausstellen. Schwierigkeit gerade mittel, die können wir noch ändern. Den möchte ich aber nicht ändern. Denn tatsächlich kenne ich das Spiel. Und ich glaube, ich habe damals mit Maus gespielt, wahrscheinlich Maus und Tastatur. Und ich kann es nicht behaupten, dass es eins der leichtesten war. Also auf Mittel fand ich das eigentlich durchaus eine ganz ordentliche Herausforderung. Und aber es ist so gerade angenehm lange her, dass ich mich an so wenig erinnern kann, dass das Spiel jetzt so gerade wieder wie neu für mich gelten könnte. Hieran erinnere ich mich noch. Wir können eine Dusche. Wir können uns duschen. Wir können auch aufhören uns zu duschen. Das ist fantastisch. Caution Wet Floor. Ja, den verursachen wir ja auch gerade mit unseren Füßen. Theoretisch müssen wir das jedenfalls machen. Und irgendwas piept hier und ich weiß nicht mehr genau, was hier piept. Ist das der Computer? LM-Link. Moment. Knapp verpasst. Verlaine, suchen Sie noch einen Navigationsoffizier? Ein Freund von mir hat gerade sein Schiff verloren und sucht Arbeit. Ich kann für ihn bürgen, seine Papiere sind in Ordnung. Das ist die alte Geschichte. Die Megacorps haben ihn unterboten und ihm alle Kunden weggeschnappt. Die kleineren Firmen kommen immer schwerer an Verträge und ich überlege selber aufzuhören, solange ich noch etwas verkaufen kann. Sie selbst scheinen ja ganz gut dabei zu sein. Als ich bei den Docks vorbeischaue, hieß es, sie wären gerade abgeflogen, zu Sevastopol. So ein Drecksloch. Naja, wie ich höre, bezahlt Weyland Yutani ordentlich. Okay, Weyland Yutani ist der Dachverband von der Sevastopol. Also von dem Schiff, auf dem wir, glaube ich, gerade sind. Zum Glück jedenfalls, wenn man sie nicht schlagen kann, was? Wir müssen uns treffen, wenn sie zurück sind. Blaine. Hervorheben? Keine Ahnung. Ja, ansonsten ist da nicht so viel drauf. An Registrierungspunkten können sie mal speichern. Achso. Dann sind das die Dinger, die hier so piepen. Speicherstation. Emergency. Sure. Wir haben noch gar keine Speicherdaten, deswegen können wir die überschreiben. Meine Güte, sieht das Spiel gut aus. Das dürfte auch auf älteren Rechnern gut laufen. Ich überlege halt gerade, auf was für einem Rechner habe ich das gespielt. Wow. Ripley. Wir haben das Ziel abgeschlossen, uns angezogen und danach, ich wollte gerade sagen, danach sehen wir unsere Beine nicht mehr. Stimmt aber nicht, wir sehen unsere Beine noch.
Okay. Vermutlich eine Herrenkabine. Ah. Bindemittel. Aha. Von Taylor. Benutzen. Crew Roaster. Verlaine, Connor Samuels, Taylor und Ripley. Alle eingeloggt. Was ist das? Crew ID 12 und 001 Wayland, 2 Wayland, 3 Wayland. Signed in. Und Torrents. Codes. Core System Output Monitor 12. Was sind wir? Wir sind Ripley, wir sind 003. Naja. Das sagt mir jetzt tatsächlich nicht so viel. Ich glaube, wir können hier noch was untersuchen. Schrott, Subkutan-Impfpistole und mehr Schrott. Okay, wir können uns... Warte mal. Wir können uns auch nach links... Ah! Nach links, nach rechts lehnen. Nach vorne, nach hinten. Wie können wir denn laufen? Gar nicht. Ducken können wir uns mit L. Ja, laufen wäre schon nicht schlecht, ne? Wo müssen wir überhaupt lang? Achso, wir haben es erstmal angezogen. Okay. Türen gehen zum Glück automatisch auf. Ist da was? Spiel. Ich gehe hier tatsächlich noch ein bisschen hoch. Oder sogar zwei hoch. Weil ich muss sagen, also ich mache schon ganz gerne, wenn ich mich ein bisschen schneller umdrehen kann. So, ah, hier komme ich her, okay. Weil, ich glaube, also es gibt nicht so eine Taste bei Resident Evil, wo wir uns so ratzfatz umdrehen können. Aber wir haben auch keine Taste, womit wir uns ratzfatz bewegen können. Das ist natürlich irgendwie doof. Was soll denn hier alles? Hier ist, was soll uns das sagen? Aufzug? Wow. Eins, zwei, drei. Weiß ich nicht, wo gehen wir lang? Wir können aber hier lang gehen. Aber ich will gerne laufen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir nicht laufen können. Moment, da ist jemand drin. Das scheint mir wichtig zu sein. Lass uns lieber hier erstmal umschauen. I'm digging the graphics, I have to say. Sag mal. Tastenbelegung, Rennen, Umschalt. Also mit der Tastatur könnte ich laufen, aber warum kann ich hiermit nicht laufen? Warte, ich probiere das mal mit der Maustastatur. Ne, ich kann hier auch nicht laufen. Okay, alles klar. Gut, dann ist das vielleicht eine Fähigkeit, die wir uns Metroidvania-artig erarbeiten müssen. Was total Quatsch ist. Jetzt haben wir einmal die Runde gemacht. Ach, dann reden wir halt mit irgendwem. Mit ihm. Warum nicht mit ihm? Hallo, wer bist denn du? Ah, Ripley. Samuels, sind Sie früher aufgewacht? Ich benötige nicht so viel Schlaf wie Sie. Ich war gerade dabei, mir die Einrichtung der Torrents anzusehen. Ein gut instand gehaltenes Schiff. Das Modell ist sehr ähnlich zu... Venostromo. Ja, Klasse M. Ein späteres Modell, aber mit ähnlichen Spezifikationen. Ich habe im Maschinenbau einiger solcher Schiffe gearbeitet. Natürlich. Ist Taylor bereits wach? Sie ist keine erfahrene Reisende. Der Hyperschlaf könnte ihr zugesetzt haben. Hab sie noch nicht gesehen. Ich werde nach ihr schauen. Sprechst du mit Samuels? Alles klar, machen wir. Also, wir sind auf der Sevastopol. Ähnliche Schiffe wie Nostromo. Die Nostromo ist das Schiff, auf dem...
Die echte, nein, nicht die echte, aber die Mutter von unserer Protagonistin war, die Ripley aus den Filmen. Und wer die Alien-Filme kennt, der, ich glaube, der erkennt auch diesen Raum wieder. Denn in diesem Raum, wenn mich nicht alles täuscht, wurde, ups, der erste Mensch reingelegt hier, der von einem Facehugger infiziert wurde. Ich glaube, hier ist der auch ausgebrochen ist der in der Küche. Aber diesen Raum hier, den gibt es definitiv auch in dem Film. Deswegen, der Wiedererkennungswert hier ist extrem hoch bei den einzelnen, Abschnitten. So, wo ist das Kutterateuer, wo kommen wir her? Hä? Waren wir hier schon ran? Nee. Okay. Ich glaube, das hier, daher kommen wir, ne? Das ist doch der Raum. Hier haben wir uns umgezogen, oder? Irgendwie so. Und hier? Okay, alles klar. Ich würde gerne laufen können, das finde ich ziemlich cool. Ich glaube, das kommen wir tatsächlich erst später. Naja, dann, hier hatten wir noch die Küche, glaube ich, ne? Lass uns doch gerade mal in die Küche gehen. Moin. Taylor, guten Morgen. Ripley, es ist mit Sicherheit nicht gut. Und von einem Morgen kann ja auch keine Rede sein. Tut mir leid. Ich fühle mich scheiße. Ich habe keine Ahnung, wie Sie alle diesen Hyperschlaf regelmäßig überstehen. Man gewöhnt sich dran. Ich reise nicht oft so weit. Die meisten Rechtsexperten reisen nicht weiter als bis zur Kaffeemaschine. Wundert mich, dass Weyland Yutani es für nötig hielt, die Rechtsabteilung zu schicken. Der Verlust der Nostromo und deren Fracht hat die Firma viel Geld gekostet. Wir müssen herausfinden, was passiert ist. Wenn ich den Fall mit einem eindeutigen Unfallbericht abschließen kann, stehe ich gut bei meinen Vorgesetzten da. Tut mir leid. Das war unsensibel. Ja. Ich weiß, dass Ihre Mutter seit 15 Jahren verschwunden ist und Sie... Schon gut. Wir kriegen beide ja, was wir wollen. Haben Sie Samuels gesehen? Der ist wahrscheinlich schon seit Stunden wach. Sprechen Sie mit Taylor. Haben wir auch abgeschlossen. Alle Angestellten zur Brücke. Annäherung an Sebastopol. Jetzt sind wir dran. Achso, Sebastopol ist Station. Wo geht sie hin? Sie geht da runter. Ja, haben das Schiff aber noch gar nicht. Komponente... Okay, nehmen wir alles mit. Wir haben das Schiff ja noch gar nicht ausgiebig uns angeschaut. Weil so viel muss sein. Ist ja nicht so, dass das Spiel hier total rasant anfängt. Das lässt sich schon Zeit mit dem Anfang. Das ist auch gut so. An Entailer. Upsi. Nostromo-Vorfall, Weyland Yutani, Datei, DS irgendwas. Hey Taylor, ich habe Ihren Antrag erhalten. Es könnte eine Weile dauern, die Dateien auszugraben und der Vorfall war vor meiner Zeit bei der Firma. Bei den Details bin ich mir nicht sicher. Im Jahre 2122 ging der Frachter USCSS Nostromo von der Weyland Yutani verloren. Keine Spur von Fracht oder Besatzung. Mit Ausnahme eines neuen Wissenschaftsoffiziers hatten alle 7 Crewmitglieder bereits zusammen dort gedient. Dallas, Ash, Kane, Ripley, Lambert, Parker, Brett. Weyland Yutani hat dadurch eine Stange Geld verloren. Es gilt als Schandfleck der Firmengeschichte. Ich habe den Eindruck, sie haben es nicht gern, wenn man davon spricht. Ich versuche, die Datei später zu finden und ein paar Punkte zu klären. Wenn Sie wollen, kann ich sie mit Ihnen zusammen durchgehen. Vielleicht färbt etwas von Ihrem Glück auf mich ab. Wie ich höre, haben die hohen Tiere Großes mit Ihnen vor. Saul. Okay. Ah. Oh. So, geklingelt hat. Aber wir können das Spiel fortsetzen. Wo waren eigentlich stehen geblieben? Navigator-Kommunikationsoffizier Connor William. William Connor. Besitzer Diane Verlaine. Vertragsfirma Weyland Yutani. Hin- und Rücktransport des Weyland Yutani Bergungsteams zur Sevastopol-Station. Das Team besteht aus 3 Mitarbeitern von Weyland Yutani. Samuel C., Ripley A. und Taylor N. Passagiere
Samuels Christopher Ripley, Christopher heißt er. Christopher Samuels. Amanda Ripley, das sind wir. Und Nina Taylor. Anzahl der Decks, 2 Besatzungsmitglieder, 2. Oh, ich dachte, das sind 3. Aber vermutlich. Ich schätze mal stark. Bei Christopher Samuels handelt es um einen Androiden. Interstellare Kommunikationsantenne, Fernstecken, Überschlafkammer, Abschlepper zu gewerblichen Passagierfrachtschiff umgerüstet, verfügt über intakte schwere Schlepperbrücke. Okay, Captain ist Diane Verlaine. Das können wir uns vielleicht merken. Name, achso, wir sind auf der Torrens. MSV, okay, alles klar. Okay. Aber wir wollen ja auch mal irgendwann weiterkommen. Also, was haben wir gesagt? Hier sind zwar rausgelaufen, ne? Laufen können wir irgendwie immer noch nicht. Und ich wollte mir dann doch nochmal kurz vorher okay ein paar Dinge anschauen. Guck mal hier, Umzugskarton mit Musikkassetten. Ich habe auch Umzugskartons noch im Keller. Und, oh, guck mal hier, das ist so ein altes Videospiel, ne? So eins, wo nur ein Spiel drauf ist. Und, ich finde es mal interessant zu sehen, was sich so im Keller oder im Speicher, was da so altert. Also, bei mir ist es halt jetzt im Keller, Videospiele. Leider. Achso, und CDs halt auch, ne? Ich habe eigentlich im Moment hier bei mir in der Wohnung kaum eine CD, um nicht zu sagen gar keine. Das liegt nicht zuletzt daran, dass ich insgesamt früher mehr gehört habe, mehr Musik, und das, was ich jetzt höre, weiß ich nicht, ist anders, ist auch anderes dazugekommen. Also, ich glaube, wir können hier raus, wir haben eigentlich alles gesehen. Pardon. Es ist, genau, auch Videospielmusik und sowas, ne? Das ist auch noch dazu gekommen. Okay. Ja, wir laufen hier im Kreis. Hier müssen wir nicht mehr lang. Ich glaube, wir können hier weitergehen. Und, ach, guck mal hier, ein Traumfänger. Oder? Ist das ein Traumfänger? Hier? Könnte sein, oder? Aber die Atmosphäre hier finde ich ehrlich gesagt ganz cool. Fast ein bisschen heimelig. Ich hoffe, Sie hatten alle eine angenehme Anreise. Bist du? Für eine alte Klasse M ist die Torrens in hervorragendem Zustand, Captain. War ein Wrack, als ich sie gekauft habe. Hat mich eine Menge Zeit und Arbeit gekostet, sie auf Vordermann zu bringen. Huch. Jetzt trägt sie sich selbst. Sie haben gesagt, wir nähern uns Sevastopol. Docken wir an? Ihre Kontaktperson ist Marshall Waits, korrekt? Ich werde Sevastopol rufen und den Zustieg mit ihm regeln. Gut, packen wir es an. Keine Sorge, Miss Taylor. Routine. Rein und raus. Corner Lagebericht. Das gute alte Radio und Rausspiel. Annäherungswinkel eingegeben. Verbinden Sie, damit ich Hallo sage. Oh, eine bekannte. Kanal offen, Captain. Haben alle die Missionsunterlagen? Sie können die Annäherung auf den Monitoren sehen. Einsatz zu kommen, einsammeln. Ja, auch bekannte Synchronisationsstimmen sind dabei. Nicht schlecht. Und mir fällt gerade auf, das fällt mir jetzt gerade erst auf. Ich weiß noch nicht, ob ich das gut finde oder ob ich es abschalten kann, aber mir scheint so eine Art Filmkörnung hier noch drauf zu liegen. Und ich bin kein Riesenfan von Partikel. Okay, ich kann die nur. Nee, okay. Und ich glaube, nee, das ist was anderes. Bewegungsunschärfe. Bin ich auch kein Riesen. Können es mal kurz reinmachen. Ach, chromatische Apparation. Habe ich auch mal gesagt, dass ich kein Fan davon bin. Es müsste eigentlich alles so weit drin bleiben. Detailgrad wollen wir auf jeden Fall alles ziemlich hoch haben. Farbtiefe. Ja, wir wollen Farbtiefe haben. Ach, Filmkörnung, hier ist sie ja. Ah, hier können wir die abstellen. So. Ah, das ist das Bild doch direkt viel klarer. Das gefällt mir besser und ist, glaube ich, auch besser fürs Rendern. Ne? Ich glaube, da haben die Chance, dass die Dateien noch ein bisschen kleiner werden. Sonst wären die so abartig groß. Außerdem muss ich sagen, stehe ich auf klaren Blick, aber wir haben jetzt schon die Bewegungsunschärfe eingestellt. Mal gucken, wie ich damit zurechtkomme. Ich meine, von der Performance her sollte das nicht so das Problem sein.
Das sollte unser Rechner locker schaffen. Das schaffen auch viele andere Rechner. Also ich glaube nicht, dass das Spiel übermäßig anspruchsvoll ist, was die Performance, den Performance-Hunger betrifft. Aber wir können auch mal gerne die Atmosphäre genießen, weil das ist halt das auch so eine der großen Stärken dieses Spiels. Das Setup, das gesamte Setup dieses Spiels. Ist so langsam und es setzt nicht wirklich auf Jumpscares. Es kann sein, dass es hier Jumpscares gibt, aber die sind dann eher nicht intentioniert. Das ist das Interessante und eigentlich auch das Geniale daran. Und wenn ich jetzt hier so stehe und nur so rausgucke und mir vorstelle, dass ich hier in einem Raumschiff bin und da hinten ist irgendeine Sonne. Mein Gott. Das ist auch eine Art von Fiktion, wo ich mir denke, ich glaube nicht, dass die Menschheit jemals dazu in der Lage sein wird, so viel Geilheit durchzusetzen wie Raumfahrt. Dafür sind die Menschen überhaupt gar nicht geschaffen. Dafür sind die viel zu unzivilisiert. Und ich glaube, der Menschheit bleibt nicht genug Zeit, um sich entsprechend zu zivilisieren, dass wir sowas überhaupt hinkriegen können. Aber ich will das auch nicht so pessimistisch klingen. Vielleicht vertue ich mich da auch total. Ich hoffe doch, dass ich mich da vertue. Lass uns erstmal hier die Dokumente holen. Moment, ich habe hier noch eine Interaktion gesehen. Ne, okay. Ja, holen wir uns hier mal ab. Können wir es sehen? Auf Bildschirme wechseln. Sevastopol-Station. Ist da ein Schaden? Sieht nach Schaden aus. Auf 74 schalten, nah dran. Die Trockendockrampe ist im Eimer. Da kann ich die Torrance nicht reinbringen. Handelsschiff Torrance aus St. Clair, Kennzeichnungsnummer MSV 7760. Rufen Sevastopol Verkehrsüberwachung. Wir befördern vertraglich 3 Passagiere für Weyland Yutani. Sie haben die Flugschreibereinheit der Nostromo. Wir bitten um umgehende Erlaubnis, die Passagiere an Bord zu transferieren. Over. Wait, follow me den Marschstück auf der Sevastopol-Station. Haben ernstes Problem. Hallo, Marshall? Marshall, Torrance hier, bitte um Wiederholung. Wir haben wohl leichte Probleme dort auf der Station. Die Kommunikation der Station ist hin, also habe ich Samuels Anzug einen Funkverstärker verpasst. Nice. Ich kann die Torrance für 24 Stunden in Position halten. Bis dahin haben wir uns gemeldet. Gute Landung. Bereithalten. Mein Vertrag erwähnt keine Spaziergänge im All. Das ist der einzige Weg. Und ziemlich sicher, wenn Sie sich an meine Anweisungen halten. Druckablass. Oh, Scheiße. Einfach mir nach, Taylor. Sie auch, Samuels. Natürlich. Kann man bitte einer anerkennen, wie bildstark das ist? Also diese Cutscenes stehen ja... stehen... Was ist dir passiert? Mein Gott, Ripley. Sie machen das gut, Herr. Oh.
Ankommen auf der Sevastopol. Okay, wir sind noch in unserem Raumanzug. Müssen wir warten oder irgendwas drücken? Letzteres. Suchen Sie Hilfe. Das ist natürlich leichter gesagt als getan, aber vielleicht sollten wir uns erstmal umziehen. Ich glaube nicht, dass wir die ganze Zeit in diesem Anzug rumlaufen müssen. Wir können uns auch ausziehen und wieder halbnackt rumlaufen. Ach nee, wir sind ja gar nicht halbnackt. Ach, schade. Na gut, dann laufen wir halt so rum. Auch gut. Aber hey. Wow. Netter Einstieg. Netter Einstieg. Puh. Also wie gesagt, also ich meine, das ist nicht nur optisch gut gealtert, sondern überhaupt vom gesamten Stil her, vom Erzähl und vom visuellen Stil her. Meine Güte, ist das gut. Ich weiß gar nicht, ob mir das damals so aufgefallen ist, wie gut das eigentlich aussieht. Merken wir uns mal diese Bildeinstellung. Für sehr viel später. An Registrierungspunkten können Sie manuell speichern. Sie werden vor Feinden in der Nähe gewarnt. Okay. Schrott einsammeln. Ach, jetzt können wir laufen. Alles klar. Fair enough. Sehr gut. Dann lass mal abspeichern. Wie lange das dauert? Ja, jetzt habe ich Nein gedrückt. Super. Ich habe aber nach rechts gedrückt. Versprochen. Ich habe nur wahrscheinlich nur nach rechts unten gedrückt. Aber man muss ganz nach rechts drücken. Wie fies das ist. Naja, dann schauen wir uns erstmal auf der Sevastopol um. Aber in welche Richtung gehen wir eigentlich? Da hinten, das scheint mir offensichtlicher zu sein. Lass uns mal hier reingehen. Vielleicht gibt es hier noch ein bisschen. Wow. Bisschen was zu looten. Neuausrichtung der Orbitalstabilisatoren. Also hier ist ja wohl ordentlich was schiefgelaufen, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn wir uns nicht mehr... Okay, das ist der gleiche Raum. Wenn wir uns nicht mehr ordentlich auf... Wenn unsere Ausrichtung relativ zum Planeten kaputt ist. Beziehungsweise... Wow! Nicht so wie gehofft. Das Feuer sieht übrigens ziemlich cool aus. Lass mal hier reinklettern. Stimmungsvolle. Wie heißen diese Vans hier auf Deutsch eigentlich? Krass, wie gut das Spiel aussieht. Meine Güte. Wir haben 2019, das Ding ist 5 Jahre alt. Das ist nicht selbstverständlich, dass das so gut gealtert ist. Also zugegeben, die Personen hier im Spiel, die wirken ja, also in der Aufnahme haben die so eine etwas wachsige Haut. Aber ich muss sagen, wenn ihr mich fragt, finde ich gar nicht mal so schlimm. Ist mir lieber, als wenn dieses Uncanny Valley so hart erreicht wird, wie zum Beispiel in, weiß ich nicht, The Beast Inside. Das habe ich jetzt vor kurzem fertig aufgenommen. Und die Charaktermodelle da, die gehen gar nicht.
Die gehen gar nicht. So gar nicht. Ordner fehlerhaft. Ja, das ganze Charakterteil war da fehlerhaft. So, Stilllegung. Maschinenraum. Antwort auf Stilllegung. Also Jungs und Mädels. Sie haben sicher schon Gerüchte über Sevastopol gehört. Jetzt ist die Sache offiziell. Sevastopol wird stillgelegt. Ach du meine Güte. Ich werde mit jedem Einzelnen über die jeweiligen Vertrags und über den jeweiligen Vertrag und neue Position Postierung sprechen, aber pardon. Bis dahin haben wir einen Job zu erledigen. Die Schlipsträger wollen das mit einem Minimalbesatz, mit einer Minimalbesatzung machen. Naja, so ist das immer, ne? Es werden also nur ein paar Leute von außerhalb kommen und sie werden Überstunden schieben. Nehmen Sie, was Sie können, solange es etwas gibt. Ich weise darauf hin, dass die Stilllegung keine Selbstbedingung bedeutet. Es wird über alles Buch geführt und wer lange Finger bekommt, den eskortiere ich persönlich zum Marshal Waits, sagte der Chief. Okay, aber das sind natürlich schlechte Nachrichten. Wusste ich jetzt nicht, dass die Sevastopol stillgelegt werden sollte. Upsi. Das kam unerwartet. Whoopsie daisy. Verflucht nochmal. Was ist denn hier gelandet? Leuchtfackel, meinen die. Das wird helfen. Behalten zum Öffnen des Inventarrades. Ah, dann können wir. Oh, ah, okay. Ja. Dann aktivieren wir das mal. So läuft das also. Haben wir eine Leuchtfackel. Aber ich finde, die ist arg hell. Wir können auch zielen. Weiß ich nicht, ob wir das wollen. Hier geht's hoch. Ein bisschen laufen. Moment. Hier ist eine Leiter. Ist mir etwas zu advanced. Was haben wir denn noch hier? Können wir noch ein paar mehr Shenanigans anstellen hier? Was haben wir denn hier? Ah. Kann ein Knöpfchen drücken, da geht das hier runter. Aber schön langsam. Los, nicht zu schnell. Hier kommen wir durch. Und ist auch interessant so. Erhalten und wow, man geht hier ein bisschen auf den Nerv, muss ich sagen, diese Fackel. Aber hier haben wir noch was. Komponente B und Ladungspack. Und Schrott. Können wir die nochmal einsammeln oder ist die jetzt ein für alle Mal? Ne, wir haben uns ein für alle Mal von der verabschiedet. Nun gut, nun gut. Okay. Was ist das hier? Eine Dollarlampe. The Smart Decision. Geofunder. Geofund Investor. Ha. Huh. Gib mir den Schrott. Everyone's responsible for safety. Sure thing. Klettern wir mal hier hoch. Müssen wir tatsächlich halten. Huh. Schrott. Schrott wie immer zum Mitnehmen.